Hallo. Hallo. Also, Frau Blöchinger, wie alt sind Sie? Ich bin 27. Jung. Ah ja, ja, passt. Haben Sie einen Freund oder Ehemann? Nein. Haben Sie Kinder? Also Kinder auch nicht. Mhm. Auch kein uneheliches. War schon immer der Beruf Lehrer Ihr Traum? Ja. Ja, eigentlich von klein auf. Ich würde zwar mal Pathologin werden, aber da bin ich dann ein bisschen abgeschreckt davon. Und dann, nein, Lehrer wird ja immer so werden. Was unterrichten Sie? Ich unterrichte Mathe und Sport. Warum haben Sie sich entschlossen, Lehrer zu werden oder Lehrerin zu werden? Weil ich von klein auf eigentlich immer was mit Kindern gemacht habe, bei den Pfadfindern, auch immer noch. Und habe da schon Gruppen geleitet und auch vom Sport her mehrere Sportgruppen. Mögen Sie Ihren Beruf? Ja, auf alle Fälle. Woher kommen Sie? Ich komme aus Grafenau, aus dem tiefsten bayerischen Wald. Boah, ich komme aus Grafenau. Wirklich? Ja. Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? Ganz viel Sport. Also ich habe von klein auf immer Sport gemacht. Schwimmverein, Mountainbiken, Langlauf und auch jetzt immer noch aktuell bin ich sehr aktiv beim Volleyball. Und sonst einfach mit Freunden treffen, Spaß haben. Ja. Ja. Wie reagieren Sie auf Kritik von Führungskräften oder Mitarbeitern? Erst einmal versuche ich natürlich, das alles zu evaluieren, was ich falsch gemacht habe und versuche natürlich auch das besser zu machen, weil nur so wächst man. Also man kann nur durch Kritik besser werden und ich finde, man lernt nie aus und deswegen ist es ja ganz wichtig, dass man das annimmt und versucht, sich selber am Schopf zu nehmen und das besser zu machen. Genau. Wo sehen Sie die Grenzen eines Schülers? Die Grenzen eines Schülers? Respektlosigkeit. Wie lange schätzen Sie, brauchen Sie, um sich richtig an unsere Schule und Mitarbeitern zu gewöhnen? 2 Tage. Das geht ganz schnell, nein. Also ich fühle mich jetzt schon total wohl. Das passt. Was war unsere schlimmste Unterrichtsstunde? Ich glaube, die war jetzt gerade vorhin. Und zwar, das war eine Vertretungsstunde bei 10 Jungs. In Klasse? Sag ich nicht.